Wenn du den kennst, ich komme einmal. Jetzt kommen wir zu den Vier-Sterne-Hotel. Also wir brauchen hier in Pyrmont unbedingt ein Vier-Sterne-Hotel. Und ich weiß nicht, warum wir noch längst keins haben, denn diese Diskussion geht seit über 20 Jahren. Ich möchte, dass die ältere Generation selber entscheiden kann, wo sie ihren Lebensabend verbringen wollen. Wenn sie in den Dörfern zu Hause bleiben wollen, dann müssen wir ihnen das ermöglichen, indem wir alternative Wohnformen auch in den Dörfern ermöglichen, dass wir auch die ambulante Pflege ausbauen. Wir müssen die Service, die Senioren-Service-Büros, aber auch den Pflegestützpunkt nicht nur in Hameln haben, sondern wir müssen die Beratung in die Fläche bringen, damit wir individuelle Lösungen haben. Und wir müssen auch gerade in den Dörfern der älteren Generation die Möglichkeit geben, auch noch einzukaufen. Der Dorfladen ist eine Möglichkeit. Und die ältere Generation ist vor allen Dingen dabei, wenn es um die Gemeinschaft geht. Und da kann so etwas wie Bürgerbusse dazu beitragen, dass die Mobilität auch gesichert ist. Das sind Aufgaben, die ein Landrat befördern will. Und das ist genau mein Ziel. Hallo Romy. Hallo. Du bist jetzt 10 Jahre und du warst im Kindergarten. Hat es dir da richtig gefallen? Ja. War das schön? Und jetzt bist du auf dem Gymnasium, ne? Ja. Ja. Und klappt das bisher alles ganz gut? Ja, wir haben schon einen Test geschrieben und wir schreiben nächsten Freitag auch noch einen Mathe-Test und wir schreiben noch einen Aufsatz. Und da kommst du ganz gut mit, ne? Ja. Ja. Ich finde es toll, wenn man zum Beispiel Ärzte oder Krankenschwestern schon mal mit in die Schule bringt, damit man auch weiß, was tatsächlich anschließend auf einen zukommt. Und noch schöner fände ich, wenn man wirklich Bildungslotsen hätte, die einen dann an die Hand nehmen, damit man wirklich zu einem guten Abschluss kommt. Und was sind jetzt Bildungslotsen? Ja, das sind durchaus Ehrenamtliche, die auch in der Praxis schon einen Arbeitsplatz haben und die dann in die Schule kommen und sich genau darum kümmern, wenn Kinder zum Beispiel nicht so gut in der Schule sind, dass man denen einfach mal klar macht, warum macht es Sinn, tatsächlich Hausaufgaben zu machen, weil ich dann anschließend einen guten Beruf erlernen kann. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja, kann ich mir. Super. Und wie wollen Sie mir helfen, dass ich einen guten Abschluss mache? Es gibt hier im Landkreis Hameln-Pyrmont schon richtig tolle Initiativen, zum Beispiel den Verein SAM. Das sind auch Ehrenamtliche, die in die Schule gehen. Und wenn Kinder nicht so gut mitkommen in der Schule, dann versuchen sie zu helfen bei den Hausaufgaben oder vielleicht auch andere Förderung organisieren. Und ich glaube, das ist doch wichtig, dass einmal die Lehrer gut sind, aber dass man darüber hinaus auch noch andere hat, die sich um einen kümmern. Ich glaube, das ist doch eine gute Möglichkeit. Ja. Super. Ja, was haben wir hier für einen Aufbau? Hier sehen Sie unser Quality Control Center, bestehend aus der Speisungserkennungsanlage und dem Mass-Scan. Der wird hauptsächlich in der Holzwerkstoffindustrie eingesetzt für die Qualitätsmessung. Und ist das etwas ganz Neues, was jetzt auf den Markt gebracht wird? Ja, teilweise. Also wir haben auch teilweise Patente angemeldet für verschiedene Messverfahren. Diese Anlage wird immer weiterentwickelt für verschiedene Dicken in der Holzwerkstoffindustrie oder es werden verschiedene Zusammensetzungen der Platten gemessen und deswegen darf man da nie stillstehen auf dem Markt, sondern es muss immer weiterentwickelt werden. Wie wir hier gerade sehen, Innovation im Landkreis Hameln-Pyrmont, das ist wichtig. Auch gerade kleine und mittelständische Unternehmen sind darauf angewiesen, dass sie neue Produkte entwickeln. Und hier bei Electronic Wood Systems ist das auf der Tagesordnung. Und deshalb will ich genau solche Betriebe auch fördern, gerade Innovationen. Und da müssen europäische Gelder unbürokratisch verteilt werden. Hier haben wir ein Beispiel, dass gerade auch junge Menschen eine Chance haben, hier aus der Region, aber sogar eben aus anderen Regionen kommen nach Hameln, um hier eine Zukunft zu haben. Und dieses müssen wir auf jeden Fall unterstützen. Und das ist Sache eigentlich auch des Landrates. Und das will ich auf jeden Fall fördern. Es ist entscheidend, dass wir auf unsere Stärken setzen. Und wenn wir Betriebe haben, die investieren wollen, dann ist es falsch, dass man zum Wirtschaftsförderer, zum Brandschützer, zur Genehmigungsbehörde gehen muss. Ich möchte Investitionslotsen einsetzen, die eine abgestimmte Haltung des Landkreises dann auch abbilden. Und wir müssen einen Mentalitätswechsel haben. All das, was
zu Wachstum, zu mehr Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätzen führt, das ist etwas, was wir fördern müssen und das können wir über Investitionslotsen erreichen. Auf die Stärken zu setzen, einen Leitbildprozess initiieren, das werde ich sofort auf den Weg bringen, mit Wirtschaft, mit gesellschaftlichen Gruppen und der Politik an einem Tisch, um Wachstum im Weserbergland für Hameln-Pyrmont zu generieren. Denn nur wenn unsere Jugend eine Zukunft hat, dann werden wir die Herausforderungen auch der nächsten Jahrzehnte bewältigen können. Das ist genau mein Ziel. In Hameln gibt es einen Basketballverein, VfL Hameln, da wirst du auch bestimmt beitreten. Sicherlich. Wunderbar. Ich habe schon als Mini-Basketball gespielt. Es war mir wichtig, im Team zu spielen. Da kommt es auf jeden Einzelnen an. Aber genauso wichtig ist, dass man gemeinsam erfolgreich ist. Sport ist mehr als gesund erhalten, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, insbesondere auch im Bereich der Integration. Und man kann nur erfolgreich sein, wenn man ehrenamtliches Engagement fördert. Das allerdings nicht nur im Sport, sondern im Bereich Soziales, im karitativen Bereich, sogar im Bereich der Sicherheit. 116 Ortsfeuerwehren sind in unserem Landkreis und sind Tag und Nacht für unsere Sicherheit auch da. Und dieses zu fördern, dieses zu erhalten, das ist mein Ziel und auch mein Auftrag als Landrat. Es ist wichtig, dass die Vereine auch Finanzsicherheit haben. Sie müssen nicht jedes Jahr wieder um Geld betteln. Es ist wichtig, dass wir Bürokratie abbauen. Schon allein, wenn ein Vereinsfest organisiert wird, dann muss man das unbürokratisch machen. Und bei einem Jugendfest kann die Haftung nicht dafür sorgen, dass man es vielleicht überhaupt nicht mehr wagt. Und jemand, der sich für andere ehrenamtlich engagiert, kann nicht mehr haften als ein Banker vielleicht im Vorstand. Deshalb ist es mir so wichtig, dass wir unter anderem auch in den Dörfern diese Gemeinschaft erhalten. Deshalb liegt der Ball bei der Politik und insofern glaube ich als Basketballer würde ich das gut machen. Vielen Dank.